Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Es geht weiter in dieser kleinen Videoserie zum Thema, wie führe ich meinen Chef? Und ein Thema ist jetzt auch einmal die Papierablage. Ja, also Papierablage, man glaubt es ja nicht, ist immer noch ein zentraler Punkt. Ja, Teil 4, wie führe ich meinen Chef? Heute geht es nochmal um Papierablage. Also, Ihr Chef benötigt für seine Meetings die entsprechenden Unterlagen, die man so mitnimmt. Ja, ich meine, so ist es doch. Digitales Büro, digitale Ablage hin oder her. In Besprechung hat jeder ein paar Unterlagen, Projektunterlagen, Statistiken, ausgedruckte Präsentationen und so weiter unterm Arm. Und Sie sollen die Unterlagen zusammenstellen, ne? Ist ja klar. Wie macht man das am besten? Ich empfehle Ihnen, sich tatsächlich in Hängematten zu organisieren. Ich habe es jetzt neulich erst wieder bei einem Kunden erlebt. Da sagte mir dann im Seminar eine Mitarbeiterin, ja, Hängematten hatten wir früher auch mal, haben wir abgeschafft, weil es keiner genutzt hat. Hängematten sind hervorragende Möglichkeiten, Arbeitsakten tatsächlich zu organisieren. Arbeitsakten bedeutet, es sind aktuelle Themen und die aktuellen Unterlagen dazu, nicht die dauerhafte Projektdokumentation, ja, sondern so die aktuellen Unterlagen, das Protokoll aus der letzten Besprechung, noch ein paar offene Punkte aus der To-Do-Liste, was auch immer. Ein paar handschriftliche Notizen können es natürlich genauso sein. Einfach in solchen Hängemappen ablegen und beschriften. Das Tolle ist, man kann dann diese Hängemappen mit in die Besprechung nehmen, hat gleich alle Unterlagen parat. Es gibt diese Hängemappen natürlich auch nochmal mit Unterfächern, sodass man es ein bisschen strukturieren könnte, auch noch innerhalb der Mappe. Ich hatte auch schon mal das Mappei-System vorgestellt, genauso gut geeignet oder einfach auch perfekt dafür letztendlich, weil man eben auch wieder ganz gezielt die Informationen finden kann, die man braucht. Und Mappei bietet zum Beispiel auch eine solche Tagesmappe an. Sie sehen, vorne drin ist der aktuelle Kalender von dem Tag ausgedruckt. Das heißt, man sieht genau, wann ist welche Besprechung. Und an der Seite sehen Sie, die Reiter sind beschriftet mit den Uhrzeiten. Ja, das heißt, Sie können sogar morgens die Mappe soweit, diese Tagesmappe soweit fertig machen mit den einzelnen Themenmappen, die zu den Uhrzeiten einsortieren, legen das dem Chef hin und er hat gleich für seinen Besprechungsmarathon des Tages alle Unterlagen unterm Arm und weiß, wann er auf was zugreifen soll. Kann das seine Gesprächsnotizen gleich zusortieren zum Beispiel, kann eine Notiz dazu machen, was Sie bitte im nächsten Schritt tun und gibt ihm das am Abend wieder zurück. Und es ist klar, Sie sortieren das wieder nach den Themen ein, gucken, was Sie tun sollen, können diese Aufgaben übernehmen. Das ist einfach eine super Organisationsmöglichkeit, die Sie hier haben. Kann ich Ihnen sehr empfehlen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach.